Hallo, wir sind hier immer noch in Luzern, immer noch auf meinem Kanal Besseres Geldsystem und neben mir sitzt der Professor Dr. Hülsmann. Vielen Dank, dass Sie für das Interview zur Verfügung stehen. Sie haben am Anfang zum Thema Inflation referiert, Und Frau Dr. Währungskollaps. und Währungskollaps, genau. Ein sehr guter Vortrag. Ich würde den unter dem Video verlinken und würde jetzt eigentlich nur vielleicht ganz kurz Sie fragen, wie Inflation entsteht, aber was mich am meisten gewundert hat, dass der Name Putin in dem Vortrag nicht gefallen ist. Ja. Die Tagesaktualität. Da habe ich gedacht, muss ich Sie mal fragen, woher Inflation kommt. Ja, ich hatte in meinem Vortrag erklärt, dass die Inflation also auf zweierlei Art und Weise definiert werden kann. Einmal als Erhöhung der Geldmenge und dann als Erhöhung des Geldpreisniveaus. Wobei die Erhöhung des Geldpreisniveaus unter anderem durch eine Erhöhung der Geldmenge verursacht werden kann. Also was jetzt die Ursachen der Geldpreisniveauserhöhung sind, das sind also typischerweise monetäre Faktoren, das heißt also die Geldmenge und die Geldnachfrage und auf der anderen Seite die Gütermenge und die Güternachfrage. Das sind die vier hauptsächlichen Faktoren, die da reinkommen. So, und Putin kam natürlich ins Spiel, indem er die Geldnachfrage beeinflusst hat und auch die Gütermenge, nicht? Dadurch, dass der Krieg verursacht wurde. Und da hat natürlich nicht nur Putin reingewirkt, sondern auch die westeuropäischen Regierungen, nicht? Die haben dann angefangen haben, kein russisches Öl mehr haben zu wollen, also die Zuflüsse unterbrochen haben, sodass bei uns natürlich die Gütermenge verringert wurde, weil die Produktion ins Stocken gerät. Und das trägt unter anderem eben auch zur Inflation bei. Hatte dann, sage ich mal, dass wir jetzt zweistellige Inflationsraten sehen um den Dreh, hatte das eine Vorgeschichte in den letzten Jahren oder ist das jetzt wirklich was erst im Zuge des Einmarschs in der Ukraine Ja, natürlich, da gab es einen Vorlauf, nicht schon während der Covid-Jahre, nicht? Das wurde ja schon vorbereitet. Das ist ja, die Geldmenge ist ja ganz massiv erhöht worden in 2020, 2021. Und das ist da nicht so stark herausgebrochen, weil eben die Geldfrage immer noch relativ hoch war, nicht? Aus verschiedenen Gründen. Und jetzt im Laufe des Jahres 2022, da sank das Vertrauen, nicht? In den Euro. Und das führt dann dazu, dass die Leute sich von ihren Euro-Lines leichter trennen und dann doch lieber eine Flucht in die Sachwerte, also die war nicht sehr stark, nicht? Aber also eine richtige Flucht ist noch nicht eingetreten, aber so von der Tendenz her, nicht? Und das führt dann sehr leicht dazu, dass wir da zweistellige Inflationsraten bekommen, wobei das auch sehr schnell auch noch höher werden kann, nicht? Ja, kann. Glauben Sie, dass uns die Inflation noch eine Weile begleitet oder dass das in den Griff zu bekommen ist? Ich glaube, das ist in den Griff zu bekommen. Das ist eine Frage des politischen Willens auf Seiten der Zentralbank. Und das ist ja auch schon jetzt geschehen, wenn man sich die Statistiken anschaut. Bei den Amerikanern seit 9 Monaten ist die Geldmenge, die wächst negativ, das heißt, sie schrumpft, nicht? Und im Euroraum ist es ähnlich. Also die Zentralbanken wollen schon dafür sorgen, dass halt die Sache nicht außer Kontrolle gerät. Die Frage ist, ob sie es politisch durchhalten können. Denn indem sie die Geldmenge zurückfahren, wird die Refinanzierung über die Kreditmärkte teurer. Und das kann dann eben zu Problemen im Rahmen der Produktion führen, nicht? Dann kommen sie da politisch unter Druck. Dass die Wirtschaft ins Schlingern kommt. Genau. Also insbesondere natürlich die Finanzwirtschaft, aber auch Teile der Realwirtschaft. Naja, dann bleibt spannend, glaube ich, ne? Ja, das ist halt eins genau, nicht mal sicher ist. Dann sage ich recht vielen Dank, Herr Ja, Professor Hülsmann, gern und geschehen. viel Spaß weiterhin beim Kongress und viel Erfolg für Sie. Dankeschön. Danke. Danke, Herr Jörg.